Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin. Wir sind heute in Efteling und wollen euch den Park etwas vorstellen. Und ja, es wird natürlich viel erzählt, viel gezeigt und wir fangen jetzt an. Ja, Efteling ist ein Freizeitpark in den Niederlanden, um genauer zu sein, in Kastheuvel sind wir. Das Ganze ist in der Nähe von Tilburg, damit ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Und dieser 72 Hektar große Freizeitpark hat quasi 1952 eröffnet. Das ist so von Efteling selbst das gewählte Eröffnungsjahr. Ursprünglich, also die Ursprünge des Parks gehen auf 1935 zurück. Da war das Ganze noch ein Sport- und Wanderpark und dieses Projekt ist dann erstmal ein bisschen so zum Erliegen gekommen, ein bisschen eingeschlafen alles. Und man hat dann 1950 die Idee gehabt, das alles wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Was ist denn jetzt los mit den Leuten, Alter? Und hat das Ganze dann auch gemacht und zwar mit der Stiftung Naturpark Efteling, die hat das Ganze wieder 1950 belebt und man hat 1951 einen Teich ausgehoben, der auch heute noch existiert und ein Teehaus gebaut und 1952 so das prägendste, den Märchenwald eröffnet, da reden wir nachher noch mal ein bisschen drüber. Das lief dann auch alles so die ganze Zeit und mit den Jahren ist die Konkurrenz aber gestiegen und gewachsen mit Aktasche Pasachan oder dem Wallaby in Billinghuizen. Und durch die steigende Konkurrenz musste man dann in den 70er Jahren reagieren und kam auf die Idee, dass man auch hier Fahrgeschäfte installieren möchte. Und das hat man dann auch gemacht, zum Beispiel mit ganz großen Sachen 1981 mit der Achterbahn Python, die seinerzeit die größte und schnellste Achterbahn in Europa, glaube ich, sogar war. Und das alles, was ihr hier erleben könnt, was es hier alles so gibt, zeigen wir euch jetzt gleich in diesem Video im weiteren Verlauf. Sei aber natürlich schon mal gesagt, dass nicht alles, jedes kleinste Ding mit drin ist, ein paar Sachen vielleicht wegfallen, weil es halt sehr, sehr viel gibt. Aber das meiste werden wir auf jeden Fall durchgehen und jetzt gehen wir zusammen in den Park rein, weil erstmal müssen wir durch diesen pompösen Eingang und das ist auch so ein Ding bei Efteling, das ist glaube ich einer der prägnantesten Haupteingänge, die es so gibt bei Freizeitparks, meiner Meinung nach. Und ist halt sehr cool, wirkt auch im Winter sehr geil, aber da reden wir über alles reden wir gleich noch weiter in diesem Video. Wenn ihr nach dem Haupteingang hier in den Park reinkommt, müsst ihr euch quasi erstmal entscheiden, wo es lang geht. Ihr seht den großen See hinter mir, auf dem übrigens auch abends immer Aquanura stattfindet. Das ist eine große Fontänenshow mit Licht und Nebel und Feuer, aber natürlich hauptsächlich Fontänenshow. Solltet ihr euch auf jeden Fall auch angucken, die ist auch immer dann ja, nach Parkschluss quasi. Das ist Parkschluss und dann ist die Show und dann Spaß. Also du kannst länger hier sein als Öffnungszeiten irgendwie sagen quasi.
Und dann hast du halt die Wahl, ob du dann in diese Richtung gehst. Klar kommt als erstes da Fata Morgana als Dark Ride, aber dann kommst du als erstes in den Bereich mit den ganzen großen Achterbahnen, ne, der Abenteuerbereich. Oder du gehst halt in diese Richtung, wo dann links ab der Märchenwald anfängt. Oder geradeaus weiter, wo der Rest des Parks ist, den wir euch dann jetzt auch im weiteren Verlauf dieses Videos zeigen werden. Ja, wie gesagt, hat alles hier im Märchenwald angefangen. Und im Märchenwald sind wir auch gerade drin. Der ist halt echt unfassbar groß. Und es gibt insgesamt 30 verschiedene Märchen, die ihr entdecken könnt, in verschiedensten Formen, mit Gebäuden, wo man reingehen kann, mit Sets, die irgendwo einzeln stehen, die ja, Animatronics beinhalten. Es gibt den Goldesel, der Gold kacken kann, also kann er, wirklich. Dann hast du natürlich die Klassiker, Schneewittchen, Pinocchio ist relativ neu sogar noch, die tanzenden Schuhe gibt es. Was gerade neu gebaut wird, sind die 6 Schwäne. Das ist auch ein Märchen, was eigentlich mehr so hier in den Niederlanden, glaube ich, bekannt gewesen ist. Das inkludiert dann sogar noch eine kleine Bootsfahrt, also wird dieses Jahr im Herbst eröffnen. Was noch mehr so ein krasses Statement meiner Meinung nach ist, vom Efteling zum Märchenwald, ne, so ein Bekennungsdings, dass man den auch halten möchte. Und der nimmt halt echt viel Fläche ein, ist aber der Anfang, der Ursprung des Parks und ist halt auch richtig cool. Und du siehst halt auch immer Leute hier. Und wenn man Efteling besucht und nicht im Märchenwald war, war man nicht in Efteling. Kostet aber auch ein bisschen Zeit, hier rumzulaufen. So ist das nicht. Du musst gar nicht so erschrocken gucken, du warst vorher noch nicht hier, seitdem wir. Und ja, die 30 verschiedenen Märchen guckt ihr euch am besten selbst an. Sachen, die man auch nicht verpassen darf, sind dann Langneck, den sieht man sogar vom Hauptweg aus. Und natürlich das Ding überhaupt, das Brockyboom. Das Brockyboom. So, die Bobbahn oder der Bob oder Bobsled oder wie auch immer, da gibt es verschiedene Varianten, die man da als Bezeichnung genommen hat, ist eine Attraktion, die wir euch eigentlich gar nicht mehr hier zeigen bräuchten, weil im nächsten Monat ist das Ding gar nicht mehr da. Und der Bob ist seit 1985 hier und das ist ein Intermin Swiss Bob, also eine Bobbahn von Intermin. Davon gab es oder gibt es aktuell noch 3 Stück auf der Welt. Der Nummer, also Nummer 3 kommt dann jetzt demnächst leider weg. Und 2005 hat das Ganze auch noch neue Wagen bekommen, wo 2 Leute nebeneinander in 3 Reihen hintereinander sitzen. Vorher waren das nur einreihige Bobs, halt klassische Bobbahnen. Und das ist einfach eine richtig geile, frillige Attraktion, die richtig, richtig, richtig Spaß macht, richtig cool ist, leider jetzt wegkommt. Und dafür kommt halt vom Mack Rides ja, Dueling Coaster neu, und zwar Max und Moritz, also Seite Max und Seite Moritz. Da werden wir dann, wenn es soweit ist, auf jeden Fall hier auf dem Kanal noch drüber reden. Und wenn ihr jetzt noch so ein Ding fahren wollt und jetzt nicht mehr nach Efteling kommt, gibt es noch 2 von diesen Intermin-Bobs, wie gesagt. Und der eine ist halt in, also sind beide in den USA, der eine ist im Great Escape und der andere im Six Flags Over Texas. Ist ein bisschen weiter weg für uns als das jetzt hier. Ja, ansonsten zeigen wir euch jetzt die anderen Sachen, die man noch fahren kann. Efteling ist ja bekannt für seine ganzen Dark Rides. Der neueste und aktuellste ist Symbolica. Seit 2017 steht der hier. Und wenn ihr vom Haupteingang kommt, gibt es so einen, ja, Main Street, also wie gesagt, ihr habt ja mehrere Möglichkeiten, und lauft direkt auf dieses Schloss zu. Das ist halt der Palast der Fantasie. Und wenn ihr den betretet, gibt es erstmal eine wirklich krasse Pre-Show, also die halt sehr überrascht. Ich weiß nicht, ob wir das hier zeigen sollen oder ob wir, ihr müsst euch das selber angucken. Und wer es sehen will, es gibt einen On-Ride von dem Ding mit der Pre-Show. Und auch ein Review. Aber guckt euch das On-Ride an, das ist von der Bildqualität besser. Einfach im Moment eine kleine technische Störung. Ja, wie lange das dauert, kann man wahrscheinlich wieder nicht sagen. Problem ist halt, es ist ein Trackless Dark Ride, ein interaktiver Trackless Dark Ride von ETF Rides. Das Interaktive macht nicht so viel Sinn, habe ich auch im Review noch mal ein bisschen ausführlicher erzählt. Es gibt 3 verschiedene Routen, die man. Waren das Routen oder. Wie haben sie es nochmal genannt? Auf jeden Fall gibt es 3 verschiedene Varianten, die man machen kann. Unterscheidet sich quasi nur in einem Raum. Und wie gesagt, Trackless fährt das ganze Ding rum. Ich persönlich finde den Dark Ride richtig, richtig gut. Es gibt viele, die sagen, der ist nicht so toll, weil der 35 Millionen gekostet hat. Und für 35 Millionen haben die mehr erwartet. Mir ist der Preis aber dann ziemlich egal. Ich finde Symbolica klasse. Und ist eine Sache, die hier auf jeden Fall nicht ausgelassen werden sollte. Wir stehen jetzt hier in einem Bereich, wo man euch ganz viel auf einmal zeigen kann. Wir sortieren das halt nicht nach Attraktionsarten und Typen, sondern gehen einfach so ein bisschen durch den Park durch. Und hinter mir ist die Station vom Storm Train, also von der Dampfeisenbahn, von der Parkeisenbahn, die schon seit 1968 ihre Runde hier dreht. Und wenn ihr vorhabt, mit der Bahn zu fahren,
Sei euch aber vorher schon gesagt, das ist man nicht mal eben so abgefrühstückt. Der Park ist riesengroß. Das ist auch so eine Sache von Efteling. Es ist ein sehr großer, sehr weitläufiger Park. Man läuft von Attraktionsattraktion teilweise schon eine etwas längere Strecke. Nichtsdestotrotz solltet ihr mit der Bahn fahren, denn die ist insgesamt 3 Kilometer unterwegs. Auch ziemlich lang unterwegs seid ihr beim Dromfloch. Und Dromfloch ist ein Dark Ride. Ist ein Vekoma Dark Ride, der suspended ist, wo die Gondeln auch gedreht werden können. Kann den einen oder anderen an Arthur im Europapark zum Beispiel erinnern. Wobei man aber sagen muss, Dromfloch ist aus dem Jahr 1992. Insgesamt auch 13 Meter hoch. Von da aus erreicht ihr auch dann die Topgeschwindigkeit von 18 km/h, weil man dann frei runterfährt. Ansonsten ist das Ganze natürlich angetrieben. Und es ist wirklich ein Traumflug, den du da hast. Und es ist wirklich ein sehr liebevoller Dark Ride mit den ganzen Duftstoffen da drin und so. Das ist halt schon eine sehr coole, sehr besondere Sache. Muss man auf jeden Fall auch mitnehmen. Leute im Rollstuhl können im Efteling fast alles fahren. Das Einzige, was nicht geht, ist Widerwolter, das ist ein Madhouse. Da gibt es aber eine Position, von der aus man die Show sehen kann. Man kann leider nicht mitfahren. Dromfloch geht auch nicht. Das ist ein Dark Ride. Alles andere könnt ihr als Rollstuhlfahrer fahren. Und Dromfloch gibt es aber als Virtual Dromfloch. Und das bedeutet, ihr könnt Dromfloch, diesen Dark Ride, mit VR-Brille erleben. Klingt jetzt erstmal, klingt jetzt nicht so berauschend. Es gibt einen separaten Eingang dazu und wenn ihr dann euch da angestellt habt, stehen simultan quasi dazu eure Verwandten und Angehörigen an und ihr könnt trotzdem zusammenfahren. Die Rollstuhlfahrer sitzen dann quasi separat in einem Raum, bekommen dann eine VR-Brille auf. Kopfhörer mit Headset, also ein komplettes Headset mit Mikrofon und die Familie, Freunde und wie auch immer, mit wem ihr hier seid, bekommen auch ein Headset und mit denen könnt ihr dann kommunizieren und während die drin den richtigen haptischen Dark Ride fahren, sitzen die Rollstuhlfahrer in diesem Separé, dafür gibt es 4 Kabinen, wo man mit VR fahren kann und sehen dann Dromfloch auf der VR-Brille, können ihren Kopf hin und her bewegen und sich in diesem Ride umgucken und miteinander kommunizieren, sodass beide gleichzeitig dieselbe Fahrt erleben. Funktioniert halt so, wenn Familie, Freunde, Verwandte, wie auch immer, einsteigen, gibt der Ride-Op Bescheid, ey, die fahren jetzt los und dann wird die VR-Fahrt gestartet und so, dass ihr synchron nebeneinander her, also gleichzeitig die gleiche Fahrt erlebt und alle das gleiche gleichzeitig sehen. Und Shows gibt es natürlich diverse im Efteling. Eine zum Beispiel ist Ravelein, die ihr hinter mir seht. Und Ravelein gibt es hier schon seit 2011 und ist quasi eine Stuntshow, eine Pferde-Stuntshow mit auch ein paar anderen Special Effects und einem riesigen Drachen, der Feuer spuckt. Ich möchte euch jetzt aber nichts vom Set zeigen. Wenn ihr es mich nicht kennt, ist es der absolute Wahnsinnsflash, wenn ihr das erste Mal seht, wenn der Vorhang fällt. Der Vorhang ist halt, bevor es losgeht, unten. Deswegen gibt es auch hier keinen Spoiler. Das sind so Sachen, ne, wer sowas hier guckt, der wird sich ja vorbereiten, vielleicht auf dem Park. Das müsst ihr einfach so erleben. Wie gesagt, gibt es noch viele andere Shows hier im Park, wo wir jetzt aber nicht weiter einzeln drauf eingehen werden. Und was dann sich auch noch hier befindet, ist die Villa Volta. Sieht auch erstmal sehr schick aus von außen und ist eine ziemlich coole Attraktion. Es ist auch von Vekoma, so wie der Dromfluch, aber aus dem Jahr 1996 und ein Madhouse. Und es ist halt so, das Haus ist verflucht und da drin gibt es ein magisches Zimmer. Und wie das halt in Freizeitparks so üblich ist, schafft man es als normaler Parkgast mal wieder in dieses Zimmer zu geraten. Und dann beginnt halt eine Madhouse-Fahrt. Das heißt, das ganze Gebäude dreht sich um einen drumherum und sehr viel optische Täuschung und sehr viel Sinne werden getäuscht bei euch. Aber halt sehr schön gemacht mit Pre-Show auch wieder und halt ein sehr schönes Madhouse an sich. Und das ist alles, was sich jetzt hier in diesem Bereich befindet. Eine Sache, die ich gerade noch bei Ravelein vergessen habe, ihr könnt euch auch Headsets leihen, wo ihr dann Ravelein auf zum Beispiel Deutsch euch angucken könnt. Also man versteht die Show auch so, aber ihr könnt auch so Headsets euch hier gerne. So, wenn ihr diesen Bereich verlassen solltet und weiter durch den Park schlendert, gibt es auch noch hier links neben mir Volk von Love. Auch Vekoma, aber aus dem Jahre 1990 eine Tretmonorail, aber auch sehr schön gestaltet, wie ihr eventuell ein bisschen erkennen könnt. Und wenn ihr dann noch ein bisschen weiter geht, kommt quasi so ein historischer Jahrmarkt mit einem kleinen Kettenflieger, alten Karussells, also wirklich alten Karussells. Und ihr findet dann auch in diesem Bereich das Efteling Museum, denn Efteling ist halt ein sehr alter Park, ein sehr traditionsreicher Park.
Und da könnt ihr euch sehr viele sehr alte Sachen von Efteling auch nochmal angucken. Das ist auch sehr cool. Ein weiterer Dark Ride hier im Efteling ist Karneval Festival. Und nach 35 Jahren, die diese Anlage jetzt schon in Betrieb ist, hat man jetzt mal ein sehr großes Refreshment gemacht. Das Ganze ein bisschen renoviert. Auch die Szenen überarbeitet und ein bisschen politischer korrekter gemacht als vorher. Denn es ist ja ein bisschen adaptiert von This is It's a Small World. Du fährst halt durch diesen Dark Ride und hast verschiedene Kulturkreise, die überspitzt, satirisch und klischeebehaftet dargestellt werden und alle das gleiche Lied die ganze Zeit singen. Ihr kennt es wahrscheinlich auch alle da, 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 da. Und man hat das Ganze auch noch etwas nachhaltiger gemacht und hat zum Beispiel die komplette Beleuchtung ausgetauscht gegen energiesparende LED-Beleuchtung. Und super Dark Ride, gefällt mir gut. Dieser Dark Ride ist übrigens von Mack Rides gebaut worden und ist 240 Meter lang. Wenn man dann hier wieder auf dem Platz ist, gibt es auch gegenüber Monsieur Garnibal. Das ist auch eine Attraktion von Mack Rides, ein Teacup Ride, der ebenfalls politisch nicht ganz korrekt war. Früher sind halt Kochtöpfe, in denen Kannibalen Menschen kochen. Also wir sind die Menschen, die in den Kochtöpfen sitzen. Man kann sich auch für alles irgendwie schuldig fühlen, keine Ahnung. Aber wo ich die ganze Zeit vorstehe, das ist dann nochmal so ein richtiges Highlight auch im Efteling meiner Meinung nach, und zwar Vogelrock. Und Vogelrock ist eine Indoor-Achterbahn, die seit 1998 steht, wurde von Vekoma geliefert, ein MK900 vom Typ her. Und zwar nur 20 Meter hoch und 643 Meter lang, schafft auch nur 65 km/h, ist aber super intensiv, vorne drückt das Ding richtig, hinten macht es richtig Spaß, ist ein Indoor-Coaster, wo ein paar Lichteffekte sind, immer wieder Vögel aufleuchten oder man auch durch ein Schlangenmaul fährt. Und jetzt denkt sich der eine, was ist denn hier Vogelrock, und dann sind da Vögel, klar, und Schlangen, was soll denn der Quatsch? Das Ganze beruht auf den Märchen von Sindbad und bezieht sich da auf die Story, wo Sindbad halt diesem Vogelnest eingebrochen ist. Da ist auch in der Q-Line das Ei. Und dann kommt der Vogelrock, also dieser Steinvogel sieht das und ey, ist nicht cool, und verfolgt Sindbad, Sindbad haut ab. Und dabei muss er, soweit ich das jetzt noch im Hinterkopf habe, durch eine Schlangengrube oder irgendwie sowas war da auch. Und dieses Märchen ist da auch wieder aufgegriffen, weil wir ja auch im Efteling sind, halt ein Märchenpark. Und eine super Achterbahn, und diesen großen Vogel könnt ihr kaum übersehen. Solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen, das Ganze. Im Efteling gibt es ja einiges an ruhigen Fahrten, die man machen kann. Ihr müsst dafür aber nicht immer nur reingehen, auch wenn es heute so ein Tag ist. Bei dem Wetter ist es natürlich besser, dass du die ganze Zeit die Indoor-Sachen nutzen kannst. Aber es gibt zum Beispiel auch die Gondoletta. Es ist ein Towboat-Ride von Intermin aus dem Jahre 1981, der hier über den See fährt, mega lang unterwegs ist, ziemlich groß ist, und kannst halt entspannt mal ein Ründchen über den See drehen. Und was man von da aus auch schon ziemlich gut sehen kann. Was man von da aus auch ziemlich gut sehen kann. Und was man eigentlich von überall sehr gut sieht. Und auch eins dieser Symbolbilder eigentlich für Efteling ist, ist die Pagode. Und das ist ein Aussichtsturm quasi. Nennt sich Flying Island. Ist von Intermin zusammen mit Right Trade gebaut. Das dann 6 Jahre später, im Jahr 1987. Es ist offen, du hast keine Fenster, du hast also dann echt eine schöne Sicht, kannst ja, hast einen mega Überblick über den ganzen Park, und ja, gerade fährst du wieder runter. Ist natürlich nichts für jemanden, der Höhenangst hat, klar, du sitzt da hinten, aber du kannst auch aufstehen, nicht ans Geländer stellen, bist ja sehr frei, sehr luftig. Machen wir heute zum Beispiel nicht, weil es ist halt so dieses riesige Matschwetter, es sieht alles blöd aus. Ihr seht eh im Video auch die ganze Zeit auch ältere Aufnahmen oder andere Aufnahmen, die ich gemacht habe, bei anderen Besuchen, wo das Wetter schöner war, weil der Park es ja nicht verdient hat, mit diesem grauen Matschwetter hier so gezeigt zu werden. Und wir gehen jetzt mal weiter. Wir waren ja gerade auf dem Wasser mit dem Bötchen und das Ganze noch ein bisschen gesteigert, aber immer noch sehr familienfreundlich und so, dass man mit allem Mann zusammenfahren kann, gibt es bei einem Rapid River, eine Rafting-Anlage. Und Piranha ist so eine Anlage, die seit 1983 schon hier im Efteling steht, auch gebaut von Intermin und insgesamt 350 Meter lang. Und dann gibt es das übliche Rafting mit verschiedenen Wellen, verschiedenen Wasserfällen. Es gibt Fontänen an der Seite, die man bedienen kann. Da muss man gut darauf achten, wann man die auslösen muss, damit die auch treffen und dann die Leute nass machen. Die sind jetzt gerade ein bisschen lower eingestellt, weil es halt auch nicht so schön ist, das Wetter. Jetzt kommen wir in die Ecke, in die Hälfte vom Park, wo die ganzen aufregenden Sachen sind, wo es etwas abenteuerlicher wird. Was nicht heißt, dass wir nicht trotzdem noch einen Dark Ride euch gleich zeigen. Da haben wir noch einen. Und
hinter mir seht ihr es wahrscheinlich schon, Baron 1898, eine neue Achterbahn. Und ihr hört auch zwei andere Achterbahnen, über die wir am besten gleich auch direkt sprechen. Ja, und der Baron steht seit 2015 erst hier im Efteling, ist ein B&M Dive Coaster. Dive Coaster gibt es in Europa gar nicht so viele. Und ja, ihr seht, es ist jetzt nicht gigantisch hoch. Also man muss erstmal sagen, dass dieser Turm, der ist so custom, der ist nicht Achterbahnkonstruktion, also klar ist ja die Stütze für den Lift und für den First Drop, aber nicht das, was B&M mitliefert, sondern das hat man extra hierfür bauen lassen, für die Thematisierung. Und das Ganze ist nur 30 Meter hoch. Ihr habt aber einen First Drop von 37,5 Metern. Und wenn ihr oben angekommen seid auf diesen 30 Metern, bleibt der Zug kurz stehen, die Glocke läutet, die Bremse hält und sobald die Bremse loslässt, fallt ihr in die Tiefe, in den Tunnel, durch die Goldgrube, fahrt da raus in den Immelmann. Und nach dem Immelmann geht es ein Stück weiter, jetzt direkt in die Zero-G-Roll. Darauf folgt noch eine Helix und dann kommt die Schlusskurve und dann war es das auch schon mit der Fahrt. 501 Meter nur und es ist natürlich mit 90 km/h Spitzengeschwindigkeit relativ schnell vorbei. Thematisch ist das Ganze aber richtig krass gestaltet. Das ist, glaube ich, der bestthematisierteste Dive Coaster der Welt. Das Stationsgebäude von außen, das ganze Gebäude überhaupt, finde ich, sind sehr, sehr, sehr gelungen. Und die Story ist halt auch cool, dass nämlich Gustavo Hockmord, ja, der ist also ein Minenbetreiber, dann stößt er auf Gold. Die weißen Frauen warnen ihn aber, die Finger davon zu lassen, er macht es natürlich nicht. Und ja, dann passiert das, was passieren muss. Und erst kommt der Hochmut und dann kommt der Fall in die Tiefe und wir geraten natürlich auch damit rein. Es gibt mehrere Pre-Show-Räume, die sehr gut gestaltet sind und einfach eine klasse Achterbahn. Natürlich auch wieder ein kleiner Dive-Coaster, nur aber absolut ausreichend. Und was halt gerade eben so laut war, sind zwei andere Achterbahnen und zwar Joris in the Drag. Wer von euch älter ist und vor vielen, vielen Jahren mal in Efteling war, wird vielleicht noch die alte Holzachterbahn kennen, die dort an dieser Stelle mal stand. Pegasus gibt es nicht mehr, wurde durch zwei neue GCI-Holzachterbahnen ersetzt. GCI Great Coasters International haben hier einen Dueling Wooden Coaster hingestellt mit zwei Seiten, wo Fuhr und Warte gegeneinander kämpfen. Und Joris in the Drag hat auch natürlich einen Drachen-Animatronic in der Strecke, der fällt bei der Fahrt natürlich nicht viel auf. Es ist kein klassischer Racing-Coaster, man fährt zwar ein Rennen, aber es ist ein Dueling-Coaster, da man teilweise unterschiedliche Strecken fährt, aber beide sind gleich lang. Was im Fall von Joris in the Drag heißt, dass ihr 788 Meter Strecke habt und die 22 Meter Höhe bringen bis zu 75 km/h bei dieser Holzachterbahn, die übrigens sogar schon seit 2010 hier steht und immer noch ein Brett ist, wirklich eine super Bahn ist und halt auch dieses Dueling einfach, das Duell mit dem anderen Zug, die Interaktion mit den anderen Fahrgästen, das ist immer eine Sache, die halt sehr cool ist, die wirklich Spaß macht meiner Meinung nach und so eine Bahn auch komplett aufwertet. Man hat insgesamt auch 4 Millennium Flyer Züge, du brauchst ja auf jeder Seite einen und dann 2 Zugbetrieb, also 4 Züge, so dass du 1750 Personen pro Stunde auch hier durchbringst. Für die Bahn musste Efteling 12 Millionen Euro in die Hand nehmen. Und zum Vergleich, da hast du quasi zwei große Holzachterbahnen. Der Baron mit seinen ganzen Finessen, seinen ganzen besonderen Sachen hat 18 Millionen gekostet. Und das 5 Jahre später. Und ja, das sind so die beiden großen Achterbahnen, die jetzt hier das ganze Abenteuerliche einläuten. Das Abenteuerreich, so nennt es ja auch der Park mehr oder weniger selbst. Und Python steht hier auch noch, die ist schon was älter. Darüber erzähle ich euch aber an einer anderen Stelle jetzt was. Eine der Achterbahnen hier und eine der schon eben am Anfang angesprochene Bahn ist ja Python von 1981. Und hier ist ein Stück Originalschiene, das fehlt jetzt nicht in der Bahn, sondern letztes Jahr hat man komplett die Schiene ausgetauscht von Python. Hat sich dafür die belgische Firma CSM geholt, die das Ganze ausgetauscht haben, also nicht Vekoma. Und ist halt ein Double Loop, Double Corkscrew. Und ja, die Typenbezeichnung ist auch schon die bezeichnende Bahn. Du fährst 2 Loopings, 1 Kurve, 2-mal Korkenzieher. Dann gibt es noch eine Helix und dann kommt auch schon wieder die Schlussbremse. Dann war es das Ganze auch schon. Und interessant ist halt das mit den Zügen bei Python. Du hast nämlich als allererstes gab es Züge von Arrow da drauf. Dann hat man Züge von Vekoma gehabt. Dann hat Kumbak Züge gebaut für Python. Und jetzt rollen darauf wieder Züge von Vekoma, auch mit diesen Softwestenbügeln. Und ja. Das eben gerade schon angesprochene Efteling-Museum, da findet ihr auch diese Schiene und sogar auch einen alten Oldtimer, denn die wurden dieses Jahr auch renoviert. Darüber haben wir schon geredet, reden wir wahrscheinlich gleich noch. Wir reden da gleich noch drüber noch. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Ding, ein sehr cooler Fotopunkt und
eine Achterbahn, die man jetzt auch wieder fahren kann. Ein Klassiker, der halt echt nicht so schön fahrbar war, kennt man halt von den Dingern, aber sich jetzt wieder richtig, richtig gut fährt und wieder Spaß macht. Sind wir in einem weiteren Bereich hier in Efteling, wo wir ein paar kleinere Rides-Attraktionen haben. Einmal Polka Marina, das ist eine Regatta 18 von Vekoma, steht hier seit 1984 bereits. Und es ist auf jeden Fall ein absolutes Familienfahrgeschäft, sieht man ja auch, dass alle komplett zusammen damit fahren können. In diesen kleinen Bötchen, die da um den Wal drumherum kreisen. Wahrscheinlich Moby Dick, denke ich jetzt mal, wenn wir jetzt alles so märchenmäßig hier haben. Schläfst du gleich ein oder musst du niesen? Was hier auch steht, ist ein etwas größeres Schiffchen, ein sehr großes Boot eigentlich sogar. Und zwar Half the Man, also der Halbmond. Und das ist eine Schiffsschaukel, aber nicht einfach nur eine. Das ist ein Pirate Boat von Intermin, noch älter, von 1982. Und beeindruckende 25 Meter hoch und 54 km/h Topgeschwindigkeit. Und weil das Boot so lang ist, ist die Fahrt auch viel intensiver, wenn du natürlich außen sitzt, weil du viel weiteren Weg hast, viel weiteren Ausschwung und eine wirklich beeindruckende Schiffsschaukel, die halt gigantisch groß ist. Und nicht nur das, das ganze Schiff ist mega krass aufwendig und detailreich gestaltet und thematisiert. Und die, ich nenne es einfach mal ganz simpel, Rückwand, einfach eine krasse Häuserzeile ist, die du halt auch so wie sie ist quasi beim fliegenden Holländer hinstellen könntest, was auch eine Bootsfahrt ist und eine Achterbahn, darüber reden wir jetzt gleich, denn es gibt noch eine Neuheit, keine Neuheit, eine Attraktion hier, und zwar die Oldtimerbahn, also die Oldtimerbahn hier im Bereich, die ist halt keine Neuheit. Eigentlich, die ist nämlich genauso wie Carnival Festival, die ist ja 35 geworden und war eine Oldtimerbahn von Mack Rides. Und man hat dann diese 600 Meter lange Strecke komplett renoviert und überholt für diese Saison. Das bedeutet auch, dass hier, man erkennt es vielleicht, wenn man das, weil es ja komplett neu Silber ist, dass hier neue Stromschienen verlegt wurden. Aber wie im Efteling Museum schon erwähnt, da stehen nämlich alte VT-Modell Oldtimer, also einer von der Oldtimerbahn. Hier gibt es nämlich jetzt neue Wagen drauf, die eher so Pickups sind. Die haben auch alle ein bisschen Kram drauf. Und die kommen in dem Fall jetzt aber nicht mehr von Mack Rides, sondern von Metallbau Emmeln. Die haben dieses Jahr dann hier diesen Umbau durchgeführt. Wir wollten die Bahn jetzt auch fahren, wollte euch auch natürlich gerne ein paar Sachen davon zeigen. Ist momentan aber und scheinbar auch schon etwas länger heute und den Rest des Tages aus dem technischen Defekt geschlossen. Ein absolutes Highlight hier in Efteling ist eine Attraktion aus dem Jahre 2006, und zwar der Fliegende Holländer. Der Fliegende Holländer ist eine Wasserachterbahn, das klingt erstmal nicht so spektakulär. Aber wenn ihr da reingeht, also erstmal von außen sieht das Ganze super krass aus. Also ist erstmal alles Indoor, du siehst draußen ein bisschen Achterbahnschienen. Es geht in eine Q-Line, gigantische Q-Line, mega gut gestaltet. Sehr viele Details. Die Q-Line verändert sich auch zwischenzeitlich ein bisschen, ist ein bisschen im Wandel. Und die Q-Line endet dann natürlich in der Station. Das ist eine Doppelladestation. Ihr kommt oben an und habt erstmal einen absoluten Wow-Effekt, weil ihr auf eine gigantische Stadt runterguckt mit einem Hafen. Und in diesem Hafen ist die Doppelladestation, wo die Boote auf euch warten, die die Achterbahnwagenboote sind, mit denen wir dann gleich fahren werden. Wenn ihr dann einsteigt, geht es erst in einen Dark Ride-Part. Und dieser Dark Ride Part ist sehr krass einfach. Du hast erstmal fest an so großen Schiffen vorbei. Es wird immer düsterer, dunkler und bedrückender. Und es zieht Nebel auf mit der Zeit. Und es zieht wirklich auf. Es ist nicht so, dass einer mit einer Nebelmaschine sitzt, sondern es wird halt immer Stück für Stück mehr. Wie man auch Freizeitpark-Jargon sagt, sukzessive. Und ein paar Special Effects, was da so passiert, verraten wir natürlich nicht. Und es wird ein bisschen wilder. Und dann geht's raus aus dem Dark Red Part in den Achterbahn Part, der sich dann auch draußen befindet. Der ist dann nicht so spektakulär, weil du halt so ein großes, sperriges Boot hast. Es gibt einen Drop, der geht durch einen Tunnel, der Nebel gefüllt ist, das ist ganz nett. Danach kommt ein Immelmann, da passiert nicht viel, das ruppelt da alles ein bisschen. Blockbremse und Kurve, und dann geht das Ganze in den Splash, der nicht sehr nass ist, was akut ist bei so einem Dark Ride. Dass du halt Dark Ride und Action hast, ein bisschen Wasser hier und da, aber nicht komplett gesaugt wirst. Und dann gibt's eine Runde auf dem See und zurück in die Station. Die Geschichte dahinter ist halt, dass im 17. Jahrhundert der Kapitän Wilhelm van der Decken sich gedacht hat, boah, ich bin so ein Schlingel, ich steche einfach mal früher in See und gehe gegen alle Regeln, die es gibt, und segel am Ostersonntag los. Das hat er gemacht. Wir sind mit auf dem Schiff und kommen dann halt in diese Strapazen mit rein.
Und das ist halt einfach eine richtig geile, außergewöhnliche und besondere Attraktion, die Efteling übrigens auch selbst gebaut hat, fast komplett in Eigenregie, hat sich dafür keinen großen Hersteller dazu geholt, sondern das Ganze selbst gemacht. Man hat sich für den Achterbahnbau, für den Schienenbau, aber Kumbak dazu geholt, eine holländische Firma, die auch Züge baut für Achterbahnen überwiegend eigentlich, und die haben dabei geholfen für den Achterbahnpart. Hat sehr lange gedauert, mehrere Monate, eigentlich sogar 2 Jahre, bis das Ding wirklich mal rund lief. Seit diesem Jahr neu auch, also wirklich 2006 eröffnet, dieses Jahr neu Single-Rider-Eingang gibt es jetzt auch. Und nicht nur im Efteling ein absolutes Highlight, sondern ich finde auch weltweit gesehen eine sehr besondere Attraktion, die man hier nicht auslassen sollte. Außer das Winter-Efteling, da müsst ihr die auslassen, das ist das Ganze geschlossen. Aber Winter-Efteling lohnt sich trotzdem, weil Winter-Efteling halt Winter-Efteling ist. Und wir gehen jetzt mal weiter. Versprochen habe ich euch ja noch einen weiteren Dark Ride, und den sind wir auch jetzt gefahren, und den stelle ich euch natürlich jetzt auch noch vor. Und es ist eine weitere Attraktion aus dem Hause Intermin, und wir hatten ja schon die Gondoletta, was ein Towboat Ride ist, und auch Fata Morgana ist ein Towboat Ride mit 290 Metern Länge aus dem Jahre 1986. Und das Ganze, Fata Morgana im Stile von 1001 Nacht, sehr orientalisch gehalten, auch dieser ganze Vorplatz hier mit den Fackeln überall, dann halt dieser Towboat Ride, richtig cool mit den ganzen Duftstoffen, den ganzen verschiedenen Szenen, durch verschiedene Räume. Es ist einfach ein gigantischer, richtig cooler, geiler Dark Ride, und wie gesagt, aus dem Jahr 1986, fährt auch 1800 Personen pro Stunde weg, was auch eine beachtliche Zahl ist, und gehört auf jeden Fall zu den Must-Dos, zu den Dingen, die ihr hier nicht verpassen dürft, die ihr auf jeden Fall machen müsst, ist eine Fahrt mit Fata Morgana, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und das war es eigentlich jetzt an Fahrgeschäften schon, die wir euch hier vorstellen können. Dann braucht ihr jetzt noch ein paar Preise und Öffnungszeiten und das abschließende Fazit. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wann und wie hat Efteling auf. Und das ist das Geile bei Efteling, es ist ein 365-Tage-Freizeitpark. Ihr könnt echt jeden gottverdammten Tag in diesen Park kommen. Und es gibt aber Unterschiede zu Haupt- und zu Nebensaison. Die Hauptsaison ist zum Beispiel in diesem Jahr Juli, August, die Wochenende im September und Oktober. So wie dann nochmal vom 14. Oktober bis zum 3. November und vom 21. Dezember bis zum 30. Dezember. Und das kostet dann quasi 2 Euro mehr als in der Nebensaison. Das bedeutet, Kinder bis 3 Jahren freien Eintritt. Ab 4 Jahre bezahlt jeder bei einem Online-Ticket 40 Euro bzw. 42 Euro an der Kasse. Und alle ab 60 plus und Behinderte bezahlen allgemein, egal ob online oder an der Kasse, nur 40 Euro. Und dann in der Nebensaison ist das dann 2 Euro weniger. Heißt, in der Nebensaison online vorher bezahlst du einfach nur 38 Euro. Mega guter Preis für einen riesigen Park mit einem riesigen Portfolio an verschiedenen Attraktionen, an krass thematisierten Attraktionen, mit wirklich sehr vielen Sachen, die sehr unterschiedlich sind, die sehr hochwertig sind. Was aber preislich dann nicht so geil ist, ist das Parken, denn die Parkplatzgebühr ist inzwischen bei 12,50 Euro. Finde ich jetzt nicht so geil. Das war jetzt mal unser kleiner Rundgang, unsere Vorstellung zu Efteling. Ein Wahnsinnsfreizeitpark meiner Meinung nach, ist gigantisch groß, du läufst hier auf jeden Fall einiges an Strecke, kannst hier ganz entspannt 2 Tage einplanen, um dir auch alles in Ruhe anzugucken. Du brauchst halt auch wirklich viel Zeit für den Märchenwald, du hast super viele Dark Rides, verschiedene Achterbahnen und dann noch ein paar kleinere Rides. Das ist wirklich ein Park für die ganze Familie, wo du mit der kompletten Familie zusammen sehr viel machen kannst. Wir hatten das auch mal gemacht, dass wir mit meinen Eltern zusammen hingefahren sind, die nicht alles an Achterbahn fahren können, bis fast gar nichts mehr. Und trotzdem konnten wir hier super viel zusammen machen. Thematisierung, mega. Also wirklich der Wahnsinn hier. Die Storys hinter den Rides, dementsprechend natürlich auch cool. Klar, basiert es meistens auf Märchen, aber trotzdem ist es cool umgesetzt und die Rides in den Rides cool umgesetzt. Es gibt coole Shows wie Aquanura oder Ravoline. Landschaftlich richtig cool, du hast halt sehr viel Grün, dass du auch im Schatten bist bei Sonnenwetter. Wenn es regnet, bist du aber auch nicht klitschnass, weil du auch unter der Baumdecke quasi bist. Es gibt auch noch Karo, das ist noch eine Show, die hier vorne stattfindet, die ist aber separat. Upcharge, die müsste man dazu buchen noch.
Dann gibt es, damit ihr ja hier auch länger bleiben könnt, weil ihr so viel zu erleben gibt, drei Übernachtungsmöglichkeiten, die Efteling selbst anbietet. Das Efteling Hotel ist für mich absolut das Ding für Efteling, weil du kommst von der Autobahn und das ist das Erste, was du siehst, was mit Efteling zu tun hat, das Efteling Hotel, dieser Würfel. Und als Kind war es immer so, oh mein Gott, wir sind in Efteling, da ist das Efteling Hotel. Außerdem gibt es dann noch das Feriendorf Borsreik und den Efteling Launchland. Auch so mit Ferienhäuschen, so Feriendorfmäßig, wo man auch übernachten kann. Zu allen drei Übernachtungsmöglichkeiten können wir euch nichts sagen. Haben wir alles drei hier noch nicht gemacht. Wissen nicht, wie das von innen aussieht, wie es läuft, wie toll das ist. Keine Ahnung. Kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Wenn da jemand Erfahrung hat, kann das ja gerne unten mit reinschreiben und anderen davon profitieren lassen. Was ich auch euch unfassbar ans Herz legen kann. Efteling ist ja ein 365-Tage-Park. Kommt auf jeden Fall im Winter hier hin. Also im Winter Efteling. Jetzt nicht in der, also klar, auch wenn jetzt nicht Winter Efteling ist, sondern einfach nur so in der Off-Season. Aber wenn speziell Winter Efteling ist, wird hier auch nochmal mehr geboten. Es gibt dann so Eislaufbahnen und es gibt längere Öffnungszeiten, glaube ich auch. Und es ist halt früher dunkel und dieser Park im Dunkeln ist ja nochmal zauberhafter und ist noch mal so faszinierender, was hier alles wie leuchtet, wie verrückt das alles aussieht. Meiner Meinung nach jetzt im Sommer gibt es auch freitags und samstags Öffnungszeiten bis 23 Uhr, wo ihr also den Park auch im Dunkeln erleben könnt. Und also Sachen, da findet ihr auch immer die wichtigsten und aktuellsten Informationen auf der Homepage vom Park zu den gerade aktuellen Öffnungszeiten, zu den aktuellen Preisen. Wenn ihr das Video jetzt nicht so früh seht, wo es online kommt, sondern was später, das kann sich auch alles ändern, checkt immer die Homepage dafür. Und ansonsten ist es wirklich ein super Park, der ist einer der großen, der kann ich mit den großen mitteilen, es ist einer der großen Parks in Europa. Und ein Park, den ich super cool finde, sehr mag und zum Glück nicht weit weg ist von uns. Kommt vorbei, guckt euch das Ganze an. Ansonsten war es das jetzt von mir an dieser Stelle. Ich bin jetzt raus, ihr seid die coolsten, euer Bro fürs Ride Review Video Magazin. Peace.